Ja, hallo und willkommen zurück zu den Parts 3 von Factorio. Factorio, ja, das war der Name, das war das Spiel und wir waren letztens bei Technologien. Die letzte Technologie wurde fertig erforscht, wie ich mich recht erinnere. Das war, glaube ich, hier die Eisenverarbeitung. Und ich wollte ja eigentlich auf diese Waffen gehen, hier auf die, genau. Da brauchen wir 10 von diesen roten Wissenschaftspaketen. Ja, das sind halt die Geschütztürme, die ich gerne haben möchte. So, dafür müsste ich aber erstmal wieder ein paar Pakete machen. Was brauchten die denn? Ich bin gerade erstmal eine Weile raus. Ich habe jetzt eigentlich nur einen Tag nicht gespielt und bin trotzdem schon wieder raus. So, hier ein paar Kupferdinger bräuchte man. Wieso mache ich denn das jetzt hier kaputt? Das läuft doch schon alles vollautomatisch. Ich müsste bloß hier reingucken. Klick. Und dann brauche ich noch ein paar Zahnräder und jetzt kann man auch schon 10 produzieren. So, mit der rechten Maustaste produziert man gleich 5 auf einmal, also habe ich jetzt 10 ausgewählt. Ich hatte bestimmt noch welche übrig, oder? Naja, weiß ich nicht. So, man kann natürlich auch mehrere Labore bauen, um damit dann ja schneller zu forschen, logischerweise. Gut, jetzt wird nachts. Jetzt habe ich schon ein bisschen Angst, dass hier vielleicht irgendwas kommt. Während das dann alles erforscht, können wir theoretisch schon anfangen, hier und hier nach unten vielleicht, dass ich hier anfange, Munition herzustellen. Aber das müssen wir ja auch noch erforschen, fällt mir gerade ein. Ah. Okay, ich habe nichts gesagt. Gut, erstmal wird das hier alles reingehauen, damit das erforscht wird. Später sollten wir vielleicht auch mal hier die Lasertechnik. Ich weiß gar nicht, wo das genau war. Also, dass wir Lampen hier, das hier sollte man vielleicht, die Optik sollte man auch erforschen. Da kriegen wir mal Lampen für die Nacht, damit das hier nicht so. Ja, gut. Lass mal gucken, was jetzt alles war. Wir hatten das, das, das. Und ich wollte jetzt hier anfangen, dann die Dings zu machen. Man braucht nämlich, wenn man, also man kann das Spiel auch Items herstellen lassen, also solche Items. In dem Fall normale Magazine. Die würde ich gern herstellen. Dafür braucht man aber diese Zusammenbaumaschine. So, das ist Zusammenbaumaschine 1. Dafür müsste ich das hier noch entwickeln oder erforschen. Machen wir danach den Geschützturm, die wir dann wahrscheinlich hier Richtung Wald eher aufbauen und hier vielleicht so nach unten, um dann mal zu gucken. Ja, drüben müsste man auch noch welche hinbauen. Naja, wir kriegen das schon hin. Aber in der Zeit kann ich ja trotzdem schon mal hier ein paar Fließbänder basteln. Die brauchen wir ja sowieso. Und dann würde ich nämlich sagen, ach, da ist natürlich dieses Ding im Weg, das baue ich nachher dann einfach weg. Geht's hier nach unten? Da können wir vielleicht noch ein paar Öfen hinbauen, so 1, 2, 3 oder so. Und dann geht das hier rum. Ganz einfach. Ja, und dann kommt hier einfach ein Einfüger. Hier haben wir auch schon einen Einfüger. Zumindest haben wir ihn jetzt. Und der haut das dann in die Maschine rein, sozusagen. Ja. Total simpel und einfach. So, ich möchte gern das hier wegmachen. Jetzt haben die natürlich alle keinen Strom. Auch das Labor hatte keinen Strom, ne? Passt schon. Und dann bauen wir das hier noch zu. So. Sehr schön. Und hier kommt dann dieses Teil rein. Dann kommt noch ein Einfüger. Beziehungsweise ist das ja in dem Fall dann ein Ausführer, Rausholer, wie auch immer man das nennen will. So. Kommt dann hier raus. Und dann wird das. Research complete. Oh, unser Research ist fertig. Sehr schön. Jetzt kriege ich das hier nicht weg, was ich in der Hand habe. Egal, dann mache ich jetzt. Das hier würde ich gleich researchen. Da brauche ich noch 15 von den Teilen. Das kriegen wir auch hin. Das kriegen wir auch noch hin. So, das erstmal generell so. Jetzt würde ich erstmal gucken, dass ich jetzt noch. 15 brauche ich dafür, glaube ich. 15 rote. Holen wir uns einfach hier ein paar Platten raus. Hier holen wir uns noch ein paar Eisenplatten raus. Und schon können wir auch 15 produzieren. 1, 2, 3. So, 15 Stück. Hier unten müssen wir warten. Danach können wir gleich mal das erste Geschütz bauen. Das erste coole Geschütz. Und ich hole mir noch ein paar Platten hier raus. Da sind hoffentlich wieder welche drin. Und dann produziere ich mal hier, ja, zwei Magazine. Man braucht zwei von diesen Eisenplatten hier. Für ein Magazin, glaube ich. Oder für zwei Magazine. Schaden 2, Magazingröße 10. Also doch eher ein Magazin. Gut.
wie gesagt, dann hier eins hin. Vielleicht kann man hier eine Abzweigung auch nach da machen? Geht das? Ah ne, das müsste sich, glaube ich, dann ein Abzweiger wiederholen. Man kann auch später erforschen. Ich weiß noch gar nicht, ob es das jetzt schon geht. Ich glaube, das ist bei der Logistik irgendwie drin. Hier, genau. Das sind so sozusagen, das wird nicht angezeigt gerade, oder bei der ersten, ach hier in der ersten Logistik auch, das sind unterirdische Förderbänder, da kann man dann sozusagen hier unten drunter weiterbauen, unter diesen Förderband und kann dann nach hier leiten, weil hier möchten wir dann auch noch ein paar Geschütze aufbauen und das sollte ja dann alles, was hier rauskommt, vielleicht, was hier dann so rauskommt, lasse ich dann hier unten einfach durchziehen. So, Wissenschaftsdinger sind fertig, setzt mal alle rein. Ja, müssen wir theoretisch warten. Und ach, das Geschütz ist auch fertig. So sieht's aus. Ist ein kleines Geschütz. Das Gute ist, es braucht keinen Strom. So, setzen wir es erstmal hier hin. Ja, hätten wir schon mal für unten was. Setze ich mal meine Hälfte vom Magazin rein, weil ich brauche auch noch welche. Dann würde ich hier oben vielleicht noch... Ach, das ist halt so ein ganz langes Förderband dann, was hier überall durchzieht. Aber es geht ja um unsere Verteidigung. Ich finde es aber echt interessant, dass hier noch gar keine Aliens aufgetaucht sind. Ich hätte eigentlich gedacht, dass sie dann eher mal angreifen. Aber wahrscheinlich sind wir irgendwie noch zu weit weg, dass sie dann gar keine Lust haben. Aber ich kann ja zur Belustigung, das ist ja wie im alten Rom, mal ein paar Aliens von hier drüben dann ranlocken, die dann erschießen lassen von meinen Türmen. Einfach zur Belustigung. So, wir gucken mal jetzt schnell hier nochmal rein. Nehme ich mir mit. Dann gucke ich hier noch rein, nehme die auch noch mit. Ja, und müsste jetzt eigentlich noch einen Haufen Bänder herstellen. Oder noch einen anderen Geschützturm. Ich möchte erstmal die Produktionskette hier zufrieden fertig bauen hier. Also brauche ich erstmal einen Haufen von diesen, ja, von diesen Förderbändern. Damit ich jetzt hier erstmal zufrieden weiterbauen kann. Mehr oder weniger. So, da sieht man, dass die eigentlich schon ein bisschen doof steht, aber naja. So, das kommt dann irgendwann nach oben. Ich wollte ja eine Abzweigung machen. Ach, ich Idiot. Ja, da müssen wir das einfach so machen, dass das hier abzweigt. Das Problem ist natürlich, jedes Geschützturm wird sich dann so lange die ganzen Magazine, die rauskommen, klauen, bis es komplett voll ist. Also wird es eine Weile dauern, bis alle Magazine wirklich verbraucht sind. So, wie lange sieht es mit der Forschung aus? Da oben ist fast fertig. Ich weiß jetzt gar nicht, was wir brauchen. Deswegen spare ich mal kurz. Unser Eisen und unser Kupfer ist an sich ja noch nicht viel. Also nur Eisen und ein bisschen Kupfer. Aber wir sind ja in der Alpha-Phase. Vielleicht werden es noch viel mehr Erze. Wer weiß, wer weiß. Ich müsste mich da mal ein bisschen mehr informieren. Dann kann ich da mal genauere Auskunft geben. Was ich mitbekommen habe, ist zum Beispiel, dass der Entwickler auf Indiegogo ein Ziel gesetzt hatte, ein Geldziel. Research complete. Okay, jetzt ist fertig. Ein Geldziel, was sollte ich jetzt eigentlich machen, das hier noch? Ein Geldziel gesetzt haben, so 22.000, glaube ich. Dann würde er Multiplayer mit einfügen wollen. Jetzt ist die Kampagne beendet worden und ich glaube nicht, dass wir auf 22.000 gekommen sind, aber ich glaube irgendwas mit 20.000. Vielleicht gibt es jetzt noch sowas wie PayPal-Unterstützung, dass man dann immer noch irgendwie auf das Geld kommt, sodass er vielleicht irgendwann Multiplayer macht. Das wäre echt genial. Ein Multiplayer-Spiel wäre echt super. So, jetzt sind wir auf jeden Fall, haben wir researched und zwar unsere Zusammenbaumaschine. Können wir uns auch gleich eine leisten, das finde ich sehr schön. Hier unten wird es produziert. Als nächstes werde ich dann, wie man schon gesehen hat, Lichter sozusagen erforschen, damit wir auch nicht nachts... Ach, ich habe natürlich so gebaut, ne, passt schon. So, den setze ich einfach so rein, sieht gut aus. So, den setze ich so hin. Und dann kann man hier drinnen sagen, bitte stellt Munition her, dafür brauche ich Eisenplatten. Eisenplatten gibt es ja von hier, wie wir wissen. So. Dann werfe ich das einfach so... Nein, ich will jetzt nicht die Kiste rausmachen. Erstmal leer machen vielleicht. So, jetzt ist leer. So. Gut, dann brauchen wir unten noch Strom. Ich habe ja zum Glück noch einiges an Stromkabel da. Ich möchte gern so machen, dass ich hier unten auch noch rankomme. Geht sich nicht ganz aus. So.
Das geht auch nicht. Ah, ich möchte nämlich gerne hier unten kommt ja auch noch ein Einfüger hin, der das dann klaut. Dann baue ich es einfach so und ja, dann muss ich hier auch noch eins bauen. Sieht ein bisschen komisch aus, gebe ich zu, aber naja. So, und hier wird auch schon fleißig produziert, wie man sieht. Hier wird alles schon reingesteckt. Hier drinnen sieht man dann, wie das alles fertig durchgezogen wird und ja. Das Problem ist jetzt natürlich, dass wir hier komplett Eisenplatten alle verbrauchen, nur für diese Magazine. Aber wenn es hier erstmal still steht, dann steht es erstmal still, dann haben wir erstmal kein Problem mehr. Weil wir brauchen ja noch Eisen für andere Sachen, nicht nur dafür. So, wobei, wie gesagt, noch ein paar Öfen vielleicht. Habe ich denn noch ein bisschen Stein? 5 Stück habe ich noch? Das dürfte doch, nee, das ist gar kein Stein, das ist Kupfer. Ja, ich stecke das jetzt mal per Hand hier rein. Das Eisen stecke ich auch mal per Hand da rein. Und dann hole ich jetzt noch Stein. Dann bauen wir vielleicht noch 2 Öfen hin, damit einfach die Eisenproduktion schneller geht. Ich hoffe nur, dass uns das Eisen nicht einfach ausgeht. Aber, naja, da haben wir ja... Huch. Aber, naja, dann bauen wir halt woanders hin. Es gibt später auch, so wie ich es in einem Video gesehen habe, auch Züge. Und... ja, dass wir dann mit Zügen das ganze Zeug von weit her holen und uns trotzdem alles in die Hauptbasis kommt. Also ich habe mich jetzt einfach entschieden, dass wir hier sozusagen eine kleine Hauptbasis bauen. Immer mal wieder ein bisschen umbauen, damit wir wegen Platzmangel und Optimierung, weil das ist ja nicht wirklich optimal. Und wenn uns das Zeug hier alles ausgeht, dann holen wir uns einfach von da ganz oben mit dem Zug, wird das dann rangeschifft und so. Das finde ich eigentlich ganz gut, weil hier kann man auch so eine Verteidigungsanlage mit aufbauen, wie wir ja hier schon angefangen haben. So. Habe ich denn genug Öfen? Ja, ich habe 2 Öfen, möchte ich gerne bauen. Da bräuchte ich natürlich auch, ja, 4 Stück habe ich. Baue ich gleich alle 4. So. Mal ein bisschen Platz lassen. Und mal hier würde ich einen hinsetzen. Aber dann müsste ich hier das mal abrucken. Ist doch kein Beinbruch. Oder doch? Scheibe. Ah, ich kriege natürlich auch keinen dazwischen. Dann doch so... und den Ofen dann halt doch dahin und da mache ich noch einen hin. Dann müsste ich das hier halt mal ein bisschen abändern. Nein, da muss ja auch noch was hin. Ach, dann... nein, hier muss ja noch ein Fließband hin. Ach, meine Güte. Ja. Ach so, soll es doch eigentlich aufgehen. Naja, da unten muss dann was hin. Okay, dann mache ich... geht das hier hin? Ja, da habe ich Platz, was aber irgendwie... so hier vielleicht. Da dürfte doch eigentlich alles drin sein. Gut, ist alles drin. So, dann müsste man aber jetzt hier dann die Kohle auch irgendwie umbauen. Ich glaube, ich werde das dann hier nach da schippen. Ja, das mache ich auch gleich mal. Dass ich das Zeug dann eher direkt nach da mache. So. Dürfte doch eigentlich das gleiche bleiben. Und dann kann man das nämlich hier nach unten weiterführen. Und der schnappt sich dann hoffentlich auch alles, was er braucht. Genau, da kommt das Eisen und dann kommt das daran. Und eins vielleicht noch nach unten. Jetzt habe ich zum Beispiel keine Eisenplatten mehr. Ich muss aufhören. So, ich höre da kurz mal auf. Zu wenig... ach so, zu weit entfernt gewesen. So. Ja, Kohle ist da. Eisen ist dann theoretisch auch da. Wie man sieht. Ja, es kommt auch unten mal was an. Es ist halt die Frage, ob der eine das überhaupt schafft, hier alles zu bewältigen. Ja, dann haue ich jetzt hier wieder die Dings an. Passt schon. Ich hole mir aber nochmal vorher was. So. Aber... vorhin hat ja der eine Ofen es auch nicht geschafft. Dann war ja hier kompletter Stau. Dann werden wir sehen. So, wie viel haben wir denn noch? 900 Eisen. Das Eisen wird echt knapp langsam. Später gibt es auch noch Transportrost und Zeug. Total cool eigentlich, was es da alles gibt. Was es da alles gibt. So, ich würde ein paar Bänder bauen. Ich würde eigentlich hier lang ziehen und dann unterirdisch hier weiter und so fort und so fort. So. Damit wir hinten auch noch... also die... Geschütze generell aufzubauen dauert anscheinend ein kleines bisschen. Das tut mir auch leid. So ein bisschen. Ich glaube, ich werde das Geschütz einfach ein bisschen umplatzieren, weil ich keinen Bock habe, das jetzt
Man braucht es einfach dahin, das wird schon sich schon irgendwie ausgehen. So, dann müsste da dann einfach noch ein Einfüger dazwischen und dann baue ich einfach mal schnell ein und dann geht das schon. Dann befüllt er sich, aber will ich denn das jetzt auch? Will ich das auch? Ich bin noch überlegen, ob ich dann hier einfach das ein bisschen weiterführe, dass alles, was überschüssig ist, weil gleich wird sich das ja anstauen, weil hier das Magazin voll ist. Wenn alles, was überschüssig ist, geht dann weiter und könnte in eine Truhe gesammelt werden. Also ich bräuchte echt jetzt langsam mal diese schöne Technologie. Aber ich mache erstmal die Lampen fertig, wozu ich erstmal einen Haufen Kupfer brauche, was hier oben wahrscheinlich total voll ist. Oh, 156 Kupfer. Gut, dann, naja, ich brauche natürlich einen Haufen von diesen Eisen hier. So. Ja, das könnte man auch automatisieren. Entschuldigung. Dauert aber ein bisschen, ehe man das hat, weil da braucht man echt große Produktionskette. Denn man braucht ja Kupfer und Stahlplatten für diese roten. Aber für die gelben braucht man dann nochmal Kupferplatten, also die Kupferdrähte und Kabel und so ein Scheiß. Das wird dann ein bisschen dicker und fetter. Da müsste man sowieso alles umbauen. Deswegen erstmal alles per Hand. Das geht ja auch erstmal. So. Ich würde eigentlich alles reinmachen. Danke. So, wie viel brauche ich denn noch? Ich weiß es gar nicht. 1, 2, 3, 4. Na, wir werden es dann sehen. So, hier haben wir ja schon alles so gut wie voll. Und das lädt sich da lang. Bla, bla, bla. So. Der Einfüger. Hier wollte ich den da hinsetzen. Strom brauchen wir dafür natürlich noch. Ja. Ja, dann halt dahin. So, und dann sieht man, wie er sich schön auffüllt. Am rechten Rand kann man sehen, dass wie viel Magazine der geladen hat. Also bis 100 ist maximal. Ja, deswegen dauert das jetzt, wird er irgendwann voll werden. So. An sich möchte... Ich frage mich jetzt gerade, ich weiß jetzt nicht genau, was ich mache. Ob ich jetzt weiter Geschütze baue, weil ich nicht weiß, ob hier irgendwann mal was angerannt kommt. Ich weiß ja nicht, wie das, was der Auslöser ist für die Viecher. Weil dann müsste ich hier ein paar Geschütze bauen. Research complete. Oh, sehr schön, Logistik. Müsste ich hier ein bisschen weiter bauen, an Geschützen. Und dann müsste ich hier hinten auch noch komplett durchbauen. Und wenn die Logistik fertig ist, kann ich ja dann das Band hier unten durchführen. Ach, stimmt ja, hier ist ja dann, kommen ja vielleicht noch ein paar Strom. Na, was ich gerade sehe, wir haben sowieso schon so eine krasse Stromauslastung. Vielleicht sollte ich noch einen neuen Dampfgenerator anschließen. Da brauche ich auch wieder ein bisschen Eisen und so. Da klaue ich hier mal ein bisschen Eisen. Was brauche ich denn für einen Dampfgenerator? Noch mehr Eisenplatten. Ich habe nur 8. Ah, das ist natürlich jetzt dann ein bisschen nervig, wenn der die ganze Zeit die Munition herstellt, weil dann die Platten fehlen. Beziehungsweise könnte man ja eventuell noch ein zweites Eisenwerk... Oh, und da wird doch schon geballert. Und da kommen auch schon die ersten Aliens angerannt. Und da ist noch einer. Los, schieß ihn tot! So, und das sind jetzt schon die ersten Aliens. Die kommen dann wahrscheinlich hier, also direkt in Nachbarschaft. Es ist gut, dass ich die dahin gebaut habe, aber da müssen wir mal schauen, ob es hier unten nicht auch noch irgendwelche Nachbarn gibt, die uns Böses wollen oder oben. Ja, hat man das auch schon mal gesehen. Und ich hatte schon Angst, dass hier vielleicht gar keine kommen. Aber ja, die Angst ist ja unberechtigt. 71 Magazine sind drin, das Ding ist fast wieder voll. Pro Magazin sind 10 Schuss, also hat er dann 1000 Schuss drin. Also, das ist nicht das Problem. So, was soll ich denn jetzt gerade machen? Genau, Dampf wollte ich holen. Da wollte ich die Platten klauen. Ja, Platten klauen. Und dann habe ich überlegt, ob ich hier oben beim Eisenmine vielleicht noch ein Eisenabbaumaschine dran baue, damit hier mehr Eisen kommt. Einfach damit hier mehr Überschuss herrscht. So, eine Dampfmaschine. Und ich glaube, das werde ich auch als nächstes angehen. Das heißt, ich brauche noch mehr Eisen. Eisen. Ganz viel Eisen. Weil wie man sieht, hier unten kommt gar kein Eisen an. Also der Ofen hier unten ist gar nicht ausgelastet. So, ist die Dampfmaschine fertig? Ja. Dann baue ich die noch hier dran. Ich hoffe, dass die auch... Ja, Wassertemperatur 100%. Ja, okay, jetzt verteilt sich das wahrscheinlich. Ja, 99, na, das geht schon. 100, ja, passt. Weil sonst müsste ich die Dampfkessel noch verlängern, ein bisschen erweitern. So, mehr Eisen. Ja, reicht noch nicht ganz. Oder brauche ich da noch Kupfer? Wo ich Kupfer habe ich ja noch genug. Na, kommt. Man kann sich natürlich auch mit der Forschung noch ein bisschen Maschinengewehr bauen oder alles.
Aber naja, muss ja nicht. Muss ja noch nicht. So, jetzt habe ich das Ding. Ich brauche trotzdem noch mehr Eisen. Ich brauche noch ein paar Förderbänder. Ja. Wie in den anderen Parts auch schon gesagt, das zieht sich ein bisschen am Anfang. Aber ich finde, langsam läuft's. So, jetzt lasse ich mal wieder ein paar Munition herstellen, damit ihr voll wird. Und ich baue jetzt, ja, mal gucken, 1, ich möchte nichts verschwenden von dem Zeug, also mache ich das mal so. Okay, die Förderbänder werden nicht reichen. Ja, war ja klar. Baue ich nochmal 2. Strommast habe ich auch keinen mehr. Brauche ich wieder, ne, das geht sich, glaube ich, aus. So, was ich dann noch sagen wollte, das fällt mir gerade wieder ein. Ich werde es so machen wie der gute Tom, übrigens ein sehr guter Let's Player. Kann ich nur empfehlen, dass jeder den sich mal angeschaut hat, wenn er so auf Wirtschafts- und Simulationsspiele steht, weil er fast eigentlich nur solche Strategie-Wirtschafts-Simulationsspiele spielt. Aber sehr interessant, von denen habe ich auch dieses Spiel. Er hat nämlich eine Checkliste gemacht, hat das Spiel angetestet und vorgestellt und... Ja, Tom ist auch der Grund, dass ich schon einige Spiele kaufen musste, weil er einfach Lust drauf macht. So, kleine Werbung. Ich werde nochmal einen Link zu seinem YouTube-Channel auch noch meine Beschreibung posten. Und ja, ich werde es so machen wie er. Er macht immer 25 Minuten Videos und sagt aber, dass er so eine Art Staffel macht. Eine Season 1, Season 2, Season 3. Und... Eine Season hat halt 10 Folgen, das wären, glaube ich, 4 Minuten, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Und wenn eine Staffel zu Ende ist, macht er eine kurze Pause und widmet sich anderen Spielen. Und ich möchte es auch so machen, nach 10 Folgen werde ich erstmal schauen, erstens, wie viel Spaß macht es mir noch? Gibt es denn noch was zu bauen, sowas zu entdecken? Und... Vor allem auch mal gucken, ob ich vielleicht auch Resonanz kriege von Zuschauern. Ich weiß, dass ich ja nicht so viele Zuschauer habe, aber vielleicht kommt ja Resonanz. Vielleicht gefällt es den einen oder anderen. Und dann werde ich jetzt nicht so wie Tom jetzt sagen, ich mache Staffel 1 und Staffel 2 und so, sondern ich werde mir einfach sozusagen das Recht rausnehmen zu sagen, okay, ich pausiere es oder ich beende es hiermit. Und ja, so habe ich wenigstens ein kleines Ziel, auf was ich hinausarbeite. Und ja. So kann ich sagen, ja, 10 Folgen mache ich erstmal und dann sehen wir weiter und bin halt nicht unter Druck. So, und wie man sieht, läuft das jetzt richtig schön mit dem ganzen Eisen hier. Das ist sowieso bald leer hier, das Ding. Und das jetzt arbeiten alle Öfen und hier unten, da sieht man schon, dass der gar nicht mehr hinterherkommt mit Munitionsherstellen. Deswegen möchte ich dann hier auch mit der Kiste arbeiten. Ich weiß bloß noch nicht genau, wie ich es mache. Ich müsste es weiter fahren lassen, das Band, sodass ich hier eine Abzweigung mache. Aber dann habe ich hier... Das Band hier im Weg. Das ist hier auch im Weg. Ich weiß gar nicht, ob ich hier drunter bauen kann. Da bin ich mir noch unschlüssig, ob ich hier drunter durchkomme oder ob das nur für diese unterirdischen Bände nur für andere Bänder sind. Weil sonst muss ich mir was einfallen lassen, wie ich hier hinten die... Ja, wie ich hier hinten dann die... Wie sagt man denn hier? Die Geschütztürme mit Munition ver... Ja, ausstatten soll. Der ist übrigens jetzt voll. Das finde ich schön. Ich hoffe nur, dass hier oben mal nicht irgendwann Aliens kommen. Ich glaube, ich schnapp mir auch mal ein paar Munitionsteile, die hier hinten liegen. So. Ja, so viel dazu auf jeden Fall, dass ich das so machen möchte. Und ich habe das Gefühl, gar nicht viel erreicht zu haben. Na gut, wir haben jetzt das alles erforscht. Und wir werden vielleicht noch ein bisschen mehr erforschen, weil hier müsste das ja, die Logistik soll ja fertig werden. Ja, und ich glaube, die Episode ist auch schon fast wieder zu Ende, die 25 Minuten. Ich habe diesmal ein Stoppuhr laufen, damit ich das auch relativ mal mitbekomme, wie viel ich denn überhaupt nun wirklich aufnehme. Ja. Ach, ist ja nicht viel geworden. Und deswegen würde ich sagen, ist jetzt auch fast schon Schluss. Ich werde jetzt noch diese Teile da reinschmeißen. Es wird noch Tag werden lassen. Und... Ich glaube, ich werde jetzt anschließend gleich noch eine Folge aufnehmen, weil es echt gerade auch wieder Spaß macht und die 25 Minuten so total schnell weggehen. So, ich wollte die noch reinschmeißen. Oh! Ha! Sie kommen immer zu Tagesbeginn. Ah, Frühaufsteher. Gut, sehr schön. Oh, da unten kommen sie schon. Oh shit, jetzt muss ich auch schnell selbst ballern. Ah, siehst du, ich greife ins Labor an. Ich brauche hier unbedingt auch noch was. Ja, gut, dann hat unser Labor ein bisschen gelitten. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber man sieht, es werden langsam mehr. Oh, das sind ja noch mehr. Ah, stirbt. Ich habe ja doch nur eine Pistole.
Also hier muss unbedingt auch noch eins hin. Ich hoffe ja, dass durch die Forschung das dann fertig ist. So, gut. Das alles und noch viel mehr werdet ihr sehen, wenn ihr Folge Episode 4, glaube ich, anmacht. Okay, bis dann. Tschüssi.